Endlich erhalte ich Antworten. Ich bin nicht gekommen, um dir weh zu tun. Ich will nur antworten. Die Pythia ist ein heiliges Gefäß der Götter. Die Menschen reisen für meine Antworten um die Welt. Aber keiner würde es wagen, in mein Haus einzubrechen. Apollons Zorn wird grausam und schnell sein. Wachen! Genug mit den Lügen! Sag mir endlich, was ich wissen will! Ich kann nicht atmen! Wenn du schreist, wenn du mich anlügst, werde ich dir die Kehle durchschneiden. Ich bin schon tot. Sie werden herausfinden, dass du hier warst. Und dafür werden sie mich töten. Wer? Dieser Kult des Kosmos? Sprich! Ja, der Kult will dich tot sehen. Sie wissen, dass du hier bist. Was ist dieser Kult des Kosmos? Sie sind die Augen, die sehen, aber nicht gesehen werden. Schluss jetzt mit den Rätseln! Ich brauche Namen. Die kenne ich nicht. Ich schwöre es. Sie verstecken sich hinter Masken und Tüchern. Warum stellst du dich in ihren Dienst? Ich habe keine Wahl. Diese Prophezeiungen der Götter für all diese Menschen. Du wurdest bezahlt, sie zu täuschen? Die meisten fragen mich nach der Liebe oder dem Tod.
Den sage ich, was sie hören wollen. Aber wenn mich Menschen zu Politik oder dem Krieg befragen, bezahlt mich der Kult sehr gut dafür, dass ich ihnen sage, was der Kult sie hören lassen will. Du sagtest, du hast mich in deinen Visionen gesehen. Was war es genau? Unter dem Tempel des Apollon liegt ein Artefakt. Es deckt auf, was nur die Götter wissen sollten. Du nanntest mich das Kind auf dem Berg. Der Kult sucht nach einem spartanischen Kind, das den Fall von einem Berg im Taygetos-Gebirge überlebte. Das Artefakt offenbarte, dass du dieses Kind bist. Ich gebe dir die Möglichkeit, das Richtige zu tun. Sag mir, wo ich den Kult finden kann. Sag mir, wo sie sind, oder wir suchen gemeinsam nach ihnen. Unter dem Tempel des Apollon liegt eine alte Kammer. Ich glaube, dass sie sich dort treffen. Aber ohne Maske und Mantel wirst du es keine zwei Schritte weit hineinschaffen. Und woher bekomme ich so eine Maske und einen Mantel? Mich besucht ab und an ein Mann. Er vergewissert sich, dass ich gut behandelt werde. Ich besitze das größte Haus in der Chora von Delphi. Und dennoch gibt er mir Drachmen für meine Mühen. Boah, ich finde ihn unheimlich. Wie heißt er? Elpenor. Elpenor? Er gehört zum Kult? Das weiß ich nicht sicher. Aber wenn, dann besitzt er die Sachen, die du brauchst. Ich habe Elpenor in die Unterwelt geschickt. Ich wusste doch, dass die Maske, die ich ihm abnahm, noch nützlich sein würde. Geh jetzt! Du wirst von der Dunkelheit begleitet. Ich sollte Herodotos erzählen, was die Pythia über den Kult gesagt hat. Vielleicht weiß er Rat. Also, was hat dir die Pythia erzählt? Der Kult des Kosmos verfolgt mich. Aber jetzt mache ich Jagd auf sie. Sie sprach von einer geheimen Kammer unter dem Tempel des Apollon, in der sie sich treffen. Also ist alles wahr. Wenn der Kult eines geschafft hat, dann diesen alten Mann zu täuschen. Einen Anhänger des Kults habe ich getötet, Elpenor, eine Schlange, die ich in Kephalenia traf. Mit seiner Maske und seinem Mantel kann ich die Kammer betreten. Also sind sie unter dem Tempel des Apollon? Ja. Bei der Höhle von Gaia. Ich glaube, ich kenne diesen Ort. Geh dorthin. Wir treffen uns da.